Hallöchen, meine lieben Steinböcke. Herzlich willkommen zu einem allgemeinen Reading, wo ich ein bisschen Einsicht haben möchte über momentane Situationen bei euch, liebe Steinböcke. Wie ihr alle wisst, geht es immer auf und ab in vielen Situationen, in vielen Lebensbereichen. Darüber soll auch dieses Reading sein. Ich habe, was die persönlichen Readings angeht, einen Anfragestopp eingelegt, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Ich bekomme mehr Anfragen rein, als ich imstande bin, durchzuführen, und ich mache so schnell ich kann, ehrlich gesagt. Aber schneller kann ich eben nicht. Deswegen nun erstmal ein Annahmestopp. Und wenn ich wieder mehr Luft habe, wenn ich wieder das Licht am Ende des Berges sehe, so ungefähr, oder die Spitze des Berges erstmal sehe, dann mache ich natürlich da auch wieder weiter. Okay, möchte natürlich aber auch die allgemeinen Readings nicht vernachlässigen, wie ich es euch ja auch schon gesagt habe. Deswegen jetzt dieses allgemeine Reading, wo ich wirklich speziell auf Situationen in eurem Alltag einblicken möchte, liebe Steinböcke. Ja, und euch da vielleicht ein paar Impulse geben möchte, ein paar Ratschläge, ein paar Weisheiten geben möchte, wie ihr die ein oder andere Situation am besten lösen könnt. Okay? Liebes Schicksal, wie sieht es momentan in den Alltagen meiner Steinböcke aus? Wie sieht es momentan bei meinen Steinböcken aus, liebes Schicksal? Okay, da steht eine Entscheidung im Raum, liebe Steinböcke, auf eurer Seite, wo es sich hier entweder um eine Person oder um die andere Person handelt. Wie sieht es im Moment bei meinen Steinböcken aus, liebes Schicksal? Wie sieht es im Moment bei meinen Steinböcken aus, liebes Schicksal? Aha, die Sonne. Oh, der wollte hier auch noch raus. Sehr, sehr viel Bewegung hier. Potenzielles Outcome. Die Königin der Münzen, liebe Steinböcke. Ich möchte hier gleich weiter klären. Ich sehe hier auf jeden Fall eine im Raum stehende Entscheidung, tja, die mit der Sonne und mit dem Tod zu tun hat. Die eine Entscheidung, die sie hier euch selber stellen möchte, zu der ihr euch selbst zwingt, liebe Steinböcke. Momentan, und das hier ist fließend, Zeit ist fließend, beachtet das bitte. Aber diese Entscheidung, zu der ihr euch hier durchringen wollt, wird einen von beiden Menschen zur Sonne bringen und den anderen zum Tod bringen. Das ist das Pro und Contra, das ist das Yin und Yang, das ist das Gut und Böse, das ist Sonne und Regen. Eine Klärungskarte bitte zur Königin der Stäbe, liebe Schicksal. Oh, noch eine, okay. Chaos und Konflikt, okay. Das ist deutlich. Ich mache hier etwas mehr Platz. Eine Klärungskarte zu den zwei der Schwertern, liebe Schicksal. Oh ja. Eine Klärungskarte zum König der Schwerter, liebe Schicksal. Erklärungskarte zum Ritter der Kelche, liebes Schicksal. Eine Erklärungskarte zur Sonne, bitte. Wow. Und eine Erklärungskarte zum Tod, liebes Schicksal. Potenziell Handlung, Impulse, okay. Die von euch auskommen hier, liebe Steinböcker. Die Karten sind natürlich vorgemischt. Ich möchte jetzt hier bitte noch eine Klärungskarte zu den Zehen der Kelche.
wieder. Also hier geht es wirklich um, ja, ich sag mal so zwei Menschen in eurem Leben, liebe Steinböcke, zu denen ihr euch beiden sehr hingezogen fühlt. Jedenfalls gedanklich, aber auch gefühlsmäßig, davon sprechen hier die Zehen der Kelche. Es, ja, geht hier wirklich um Partnerschaften, es geht hier um enge Bindungen, es geht hier um ganz, ganz tiefe Freundschaften, wenn es denn nur Freundschaften sind. Ich sehe hier ganz klar Partnerschaften, Beziehungen drin. Aber alles hier auf die zwei der Schwerte, und das ist eine selbst auferlegte Unentschlossenheit. Ihr könnt euch hier zwischen der einen und der anderen Person nicht entscheiden. Ihr wisst, dass diese Entscheidung, die ihr hier treffen wollt, liebe Steinböcke, den einen hier rein versetzt, in die volle Harmonie, in die volle Glückseligkeit, okay, und den anderen hier rein versetzt. Okay? Eine Klärungskarte bitte zu den zwei der Kelchen, zu diesen zwei der Kelchen, die geschickt sind. Die Zehen der Kelche. Eine Klärung bitte noch zum Ast der Kelche. Drei der Stäbe. Und eine Klärung zu den Zehen der Schwertern bitte noch, liebe Schicksal. Neun der Stäbe. Eine Klärung bitte noch zu den Sieben der Schwerter. Die Hohepriesterin. Okay. Potenziell acht der Schwerter. Outcome. Gut, liebe Steinböcke, es geht hier ganz klar um eine Entscheidung, die ihr zu treffen habt. Okay? Es geht hier in der einen Seite um jemanden, mit dem ihr eine Vergangenheit schon habt, mit dem ihr eine Vergangenheit vielleicht schon hattet. Es könnte sich hier um einen Ex-Partner, einen Ex-Freund, eine Ex-Freundin drehen. Okay? Zur anderen Seite ist es hier jemand sehr Neues, zu dem ihr hier Gefühle habt, an denen ihr Interesse zeigt, okay? Aber was ihr nicht so richtig einschätzen könnt. Liebe Steinböcke, hier hinten habe ich die vier der Stäbe, die sechs der Kelche und die fünf der Stäbe. Okay? Feste Verbindung, bodenständige Verbindung, tiefe Verbindung. Okay, das kann hier für eine Ehe stehen, für eine langanhaltende Partnerschaft stehen, die wirklich mit einer schönen Zeit geprägt war hier, mit den sechs der Kelche. Okay? Wunderbare Erinnerungen, Nostalgiekarte, auch teilweise Seelenverbindungskarte natürlich. Es spricht hier auf jeden Fall in erster Linie von einer schönen Zeit, die ihr zusammen mit einem bestimmten Menschen erlebt habt. Mit den fünf der Stäben ist hier aber dann Chaos und Konflikt reingekommen. Hier geht es wirklich drunter und drüber. Okay, und das hat dann diese Verbindung dazu geführt. Vier der Stäbe, fünf der Stäbe, ja, eine Zuspitzung, ein Fortschritt, ein Progress sozusagen. Ja, es kann hier, wenn man es ganz salopp ausdrücken möchte, im Laufe der Zeit Entfremdung. Okay? Jetzt gilt es sich aber trotzdem hier auf eurer Seite zu entscheiden, liebe Steinböcke. Ihr habt hier einen neuen Menschen in eurem Leben, ihr habt diesen Menschen auch schon länger in eurem Leben, den ihr jetzt aber als Option wahrnehmt. Ja? Was ist hier eure Glückseligkeit, liebe Steinböcke? Hier. Was sind die Zehn der Kelche für euch? Was ist diese erfüllte, harmonische Beziehung für euch? Was zeichnet sie aus? Was bringt sie mit? Wen wollt ihr hier euer Herz schenken? Wen wollt ihr hier eurem Kelch schenken? Dieser wunderschönen Frau hier? Oder diesen gut aussehenden Mann hier? Je nachdem, dreht es euch um, ne? Aber das ist die zentrale Frage hier, liebe Steinböcke. Dieser Mann hier, diese Frau hier, noch eine Chance geben? Ne? Es war wunderbar in der letzten Zeit. Und auch wenn es hier, ja, zu Veränderungen kommt, zu Chaos und Konflikten kommt, zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Haltet ihr trotzdem daran fest? Wollt ihr wieder diese schöne Zeit hier irgendwie hervorrufen? Vielleicht sie manifestieren, liebe Steinböcke? Oder wollt ihr euch hiervon abwenden und gebt diesen neuen Menschen hier eine Chance? Der König der Schwerter hier, es kann sich hier um ein Luftzeichen drehen, eine Waage, einen Zwilling, einen Wassermann, liebe Steinböcke. Es kann sein, es muss nicht sein. Auf jeden Fall ist dieser Mensch hier emotional, sagen wir mal, recht kalt. Er zeigt seine Gefühle nicht nach außen hin. Okay? Ihr vermutet hier,
dass dieser Mensch es vielleicht nicht so ganz ernst meint oder dass ihr mit diesem Menschen hier eine ja sehr schwierige Verbindung eingehen müsstet, wenn ihr euch dazu entscheidet. Davon spricht diese 7 der Schwerter, vor allem in Konjunktion mit den 10 der Kelchen, mit den 2 der Kelchen und hier mit der Hohepriesterin. Die Hohepriesterin steht für eine sehr feinfühlige Frau, für eine ja, Frau, die sehr auf ihre Intuition und auch auf ihr Bauchgefühl hört. Sie hat sehr viele Vorahnungen. Sie ahnt so etwas sehr schnell voraus. Aber sicher ist sie sich nicht. Und ich glaube, ihr befindet euch da drin, liebe Steinböcke, für den es hier resoniert natürlich. Auf der einen Seite wünscht ihr euch wieder Frieden und Harmonie mit diesem Menschen. Auf der anderen Seite wollt ihr diesem Menschen vielleicht eine Chance geben, eben wieder diesen Frieden, diese Harmonie zu erreichen. Diese Entscheidung steht im Raum und da werdet ihr noch etwas verweilen, liebe Steinböcke. Ich sehe aber hier den Fortschritt mit dem Ritter der Kelche. Das ist das gefühlsmäßige auf den anderen zukommen, beziehungstechnisch hier. Ne? Hier wieder die 10 der Kelche. Hier habt ihr nämlich diese Entscheidung getroffen. 10 der Kelche, 2 der Kelche, 2 der Kelche, 10 der Kelche. Und hier ist dieses Aufeinanderzukommen. Für wen ihr euch hier entscheidet, liebe Steinböcke, das weiß ich nicht. Okay, das wisst ihr am besten. Auf jeden Fall bringt eure Entscheidung hier für den einen die Sonne, das Ass der Kelche, der gefühlsmäßige Neustart. Ja? Und das Ende einer langen Wartenzeit. Hier ahnt man schon etwas, ähnlich wie die Hohepriesterin, was kommen kann, was kommen wird. Es ist bloß noch eine Frage der Zeit, wann es kommt. Okay? Für den anderen wird hier eine sehr große Transformation eintreten, eine sehr große Veränderung eintreten, okay? Die diesen anderen Menschen hier in den 10 der Schwerter-Modus versetzt. Das ist schlechte Gedanken, das sind Reue, das sind Ängste, es hat dann sehr viel mit der Vergangenheit zu tun. Ich sehe hier sehr viel Reue drin, vor allem in der Konjunktion mit diesen 9 der Stäben hier. Da geht es auch darum, zwischen sich, also zwischen dem Jetzt-Sein sozusagen und dem, was war, einen Zaun zu errichten und sich quasi unangreifbar, unantastbar zu machen, Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Kann man auch sehr gut sagen in dieser Konstellation hier. Okay? Für den einen wird es so ausgehen. Wunderschön. Für den anderen wird es so ausgehen. Leider sehr negativ. Sonne und Regen, liebe Steinböcke. Diese Handlung hier kommt von euch aus. Das hier ist der Impuls. Ich sehe euch hier drin, liebe Steinböcke, auf jeden Fall. Wie ihr in Zukunft einen Impuls verspüren werdet. Und dieser Impuls wird diese Entscheidung, diese Entscheidung hier und schließlich dann auch dieses auf den anderen zukommen bei euch auslösen, liebe Steinböcke, okay? Ihr seid auch solche Leute, die es jedem recht machen wollen, liebe Steinböcke, ne? Glaubt mir, es geht nicht immer. Leider. Aber die 8 der Schwerter werden auch kommen. Die werden auf dieser Seite hier kommen, bei diesen Menschen. Die werden aber auch bei euch kommen, liebe Steinböcke, okay? Man kommt da locker wieder raus. Macht euch klar, macht euch immer wieder klar, dass ihr diese Entscheidung zu treffen habt, es nur eure Entscheidung ist, okay, und ihr hier, okay, ganz klar definieren müsst, was wollt ihr, was ist euer Glück, okay? So oder so entscheidet ihr euch entweder für diesen Menschen oder für diesen Menschen hier, okay? Das kommt raus bei dem einen Menschen, das kommt raus bei dem anderen Menschen, okay? Jedem recht machen kann man es nicht, liebe Steinböcke. Es geht darum, es euch recht zu machen, okay? Liebe Steinböcke, für diejenigen, die es hier resoniert, lasst es mich gerne wissen. Diese Entscheidung wird sich noch etwas ziehen und das soll sich auch noch etwas ziehen. Okay? Es soll gut durchdacht werden auf jeden Fall. Weil das hier, ich habe hier wirklich wunderbare Karten, sehr harmonische Karten auch. Aber um dorthin zu kommen, in diese Harmonie, in diese Erfüllung, in diese 10 der Kelche, ja, wo ihr hier hin wollt, müsst ihr das klar definieren, was ihr wollt, liebe Steinböcke. Sonne und Regen wird es immer geben. Aber wer den Regenbogen sehen will, muss den Regen ertragen. Und das ist leider so. Das habe ich für euch, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet hier etwas mitnehmen. Ich werde mich jetzt weiter natürlich den persönlichen Readings widmen. Ich wollte natürlich aber auch die allgemeinen Readings nicht vernachlässigen. Deswegen dieses Video jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin meinen Readings treu. Und das Interesse von eurer Seite bleibt weiterhin hoch, liebe Steinböcke. Ich würde mich natürlich freuen über Likes, Views, Feedback, Spenden, Kommentare, alles, was ihr mir da lassen möchtet. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Juni noch weiterhin. Schönes Wetter, soll es ja geben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Macht es gut.